Unter den von der Hamas freigelassenen Geiseln sind nach israelischen Angaben auch 4 Doppelstaatler mit deutscher Staatsbürgerschaft. Laut einer von der israelischen Regierung veröffentlichten Liste handelt es sich um eine 77-Jährige, eine 34-Jährige sowie deren 2 kleine Töchter. Alle 4 waren am 7. Oktober von der Hamas aus dem Kibbutz Nisor verschleppt worden. Der Ehemann der 34-Jährigen, Yoni Ascher, hatte auch in Deutschland auf das Schicksal seiner Angehörigen aufmerksam gemacht. Er hatte seine Familie auf einem Geiselvideo der Hamas wiedererkannt. Von den insgesamt rund 240 verschleppten Geiseln wurden am Freitag 13 Kinder und Frauen freigelassen. Sie sind inzwischen alle in Israel eingetroffen.